Ein fröhliches Miau und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video von mir, jawohl. So, wir haben heute vor, ich will endlich diese Bahn fertigstellen. Die hat schon wieder viel zu viel Zeit in Anspruch genommen, als ich wollte. Das heißt, jetzt müssen wir mal endlich cutten und hier die Bahn fertig kriegen. Wir müssen noch eine Generaltestfahrt machen, wegen Lichtraum und so. Aber vorher möchte ich dieses Fleckchen noch mit Szenerie voll dröhnen. Also, wieder hier und zack und bam und buff. Wieder Twees. Autoplant. Vergras. HD. Country Grass. Was ist denn da jetzt der Unterschied? Liebe Leute, wo ist der Unterschied? Da muss ich mal kurz gucken. Klack. Finde ich blöd. Nehmen wir wieder die 3D-Trees. So, jetzt platzieren wir mal hier ein paar Bäume, ne? Plock. Haben wir schon einen. Warum sind die alle so riesig hoch? Riesig. Alle sind so riesig. So, jetzt brauche ich hier mal noch mal ein paar Bäume. Blümschle. So. Ne, sieht doch so viel besser aus gleich, ne? Viel besser so. Zack und okay und Test, klick, klack, kluck. So. Das sieht doch mittlerweile gar nicht mal so doof aus, ne? Ich finde, das sieht gar nicht mal mittlerweile so scheiße aus. Ich habe das mittlerweile gut hingerichtet. Hinbekommen, ja gesagt. So. Passt. Guckt hier was durch? Nee, schön. Lichtraum passt. So, das heißt, jetzt haben wir hier alles halbwegs gut platziert. Ne? Hier noch so ein paar Bäume zwischle. So, hier noch so. Hier noch die 15 mal so ein bisschen klicken. So. Dann noch die 3 oder die 7, 6, 5, die 9. Die 9 brauchen wir noch nicht. 4. So, jetzt sieht das doch hier aus wie in einem Guss, liebe Leute. Das ist doch hier mal ein Guss. Ne, hier kann man sich nicht mehr beschweren. Hier ist viel zu wenig Begrünung, außer hier hinten. Hier ist viel zu wenig Begrünung da hinten. Wer hat denn hier hinten Begrünmeister gespielt? Das ist ja fast so nicht mehr zum Aushalten, liebe Leute. Da muss man erstmal wieder ein paar neue Trees hin platzieren und zack und bam und piff. So. Hier natürlich auch nochmal so ein paar Blömen. Nicht Blömkes, Bäume. Hier noch so plöpp, plöpp, plöpp. Hier vielleicht noch einer. Hübsch, ne? Passt hier einer rein? Nee, der passt nicht rein. Also Andu. Ist schon etwas schwieriger, hier den an der richtigen Stelle im Baum zu platzieren, ne? Das ist immer so knifflig. So, aber ich würde sagen, jetzt bin ich relativ zufrieden mit meiner Auswahl. Nehmen wir noch die 16 mal zum Testen. Passt die 16? Passt die 16? Die 16 passt. Können wir auch nochmal hier so eine 16 rein klatschen, ne? So, wohl. Die lösche ich lieber und stelle die ein bisschen weiter nach da so. So. Klar ist jetzt so, sich so ein paar Bäumchen. Nicht so das Beste, aber egal. Ne, manche sind gut, manche eben nicht so. Wie zum Beispiel der, der ist nicht so gut platziert. Den hätte ich etwas weiter nach da hinten platzieren müssen. Hier so Pi mal Daumen, ne? Hier ist wieder so ein Loch drin. So, das passt jetzt. So, fertig in den Schuh. Hoppla. No, 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 no. So. Und sieht doch. Guckt mal, Leute. Man erkennt fast gar nichts mehr hier, die Strecke von oben. Das sieht doch toll aus. So, jetzt können wir natürlich auch den Park saven.
Leben. Spielen. So, wieder zack, zack, zack. Hier, lade, lade, lade. Jawohl. 4. So, da fährt gerade schon unsere Lok raus. Das ist natürlich schön. So, wir müssen natürlich gucken, ob das wirklich hier so funktioniert. Wie soll ja das funktioniert? 1A. Darf ich kurz mal hier so, zack. Interessant. Das heißt, zack, bumm, böp und wieder bewegen. Wir müssen natürlich wieder gucken, passt das vom Lichtraumprofil, liebe Leute. Es sieht eng aus. Passt das hier? Aber wie passt das? So, jetzt wird's knifflig, deswegen stelle ich mal die Bahn fast stehen. So minimal, immer nur so plöpp, plöpp, plöpp. So und zack, hier hält sie machen. Ich bin noch nicht drunter. Doch, das passt, liebe Leute, das passt. Ab geht's. So, wir haben doch mittlerweile alles hinbekommen. Das heißt, ich mache natürlich. Hier können die, wenn dann die Bügel offen sind, können die Gäste hier so schön raus. Zap, bop, 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 bop. Ne, schön so, wupp, 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 wupp. Und wenn sie sagen, ich will noch mal, müssen sie erst hier rein. Tralali, warte. Noch mal. So, das machen wir natürlich jetzt weg. Weg, weg, weg. So. Also gehen die dann hier so zicke, zacke, zicke, zacke. Oi, oi, oi. Ne? Wo wollen wir denn mitfahren? Wollen wir vorne oder hier wollen wir, ne? Guck mal, da ist die Lok. Sieht rein gar nichts. Oh, da kommt sie. Guck, guck. So, jetzt machen die Bügel, gehen die Bügel auf. Die Gäste können rein, raus. So, dann gehen die Gates auf. Kann man sich hinsetzen. So, dann gehen die Gates auch schon wieder zu. Die Bügel gehen dann kurz nachher zu. So, bereit. Und ab geht's. Aha, Nebel war da kurz. Aber ich hätte gedacht, dass es ein bisschen nebliger wäre, ne? Hättet ihr doch auch gedacht, ne? Ein bisschen nebliger. Also, wir müssen auf jeden Fall noch mal in den Editor. Weil ich habe da gerade was gesehen. Also, so, dann gehen die Bügel wieder. Nicht die... So, dann kann man aussteigen zur richtigen Seite. So, wir müssen jetzt kurz die Bügel schließen. Ja, ist, der steht doch. So, was ich gerade gesehen habe, ist was Besonderes. Also,
Hier kam mir das so. Dieser Bogen. Dieser Baum hier, der muss weg. Ein Baum ist zu viel eben. Der ist eben zu viel, dieser Baum. Was auch schlecht gebaut ist, ist das hier. Da freeze ich noch. Anfreeze ich noch mal. Weil ich muss hier mal ein bisschen, sag schon. Die, Break deutlich verringern. So, ich kann einfach jetzt hier so weiße. So einfach ein bisschen runter regeln, ne? Es wird deutlich. Das passt so, ne? Jetzt passt das. Perfekt. Können wir den Speed mal gucken. So passt das, glaube ich, besser. So, jetzt können wir das natürlich mal friesen. Ein bisschen schneller, bitte. So, und jetzt sollte das normalerweise nicht mehr so ein Rums machen. Nicht mehr so ein Rums. Ich hab gerade gedacht, ich habe nicht aufgenommen. Oh, hab ich doch schon. Hab schon einen halben Herzinfarkt. Nein, natürlich nicht. So. Hört man da überhaupt was drin jetzt von? Natürlich interessant wäre hier so. Und dann können wir natürlich hier über diesen. So, ich versuche mal eine Durchfahrt zu ermöglichen. Hä? Ich will manuell. So? Tschüss! Mal gucken, ob ich das hinkriege. Wollt ihr noch eine Runde? Ja! Wollt ihr noch eine Runde? Ja! Wollt ihr wirklich noch eine Runde? Ja! 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 Ihr wollt sicher noch eine Runde? Ja, genau! Okay, dann ab die Katze und los geht's! Hoppa! Ey. So kann man natürlich dann so ein bisschen Roleplay sogar mit einer Achterbahn machen. Ne, so, um zu fragen, wollt ihr noch eine Runde? Ja, ja, ja. Aber es ist natürlich auch bekloppt. Hoppa, yeah. Und, ha, die Achterbahn kommt nicht mehr gleich.
Wir müssen uns natürlich hinter Sicherheitsgitter begeben. So, da seid ihr ja schon wieder. So, jetzt müsst ihr aber raus. Nein. Aber nur die, wo frei ist, können sitzen bleiben. Oh, jo, jawohl, jawohl, jawohl. Japs, 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 japs. Jo, 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 und ab die Boss. Juhu, wuppa, hey. Ah, ich bin zwischen. Aber als Finale fahren wir noch einmal in der Lok mit, ja? Obwohl ich finde, da sieht man gar nichts, ne? Also ab geht's. Tata. Und weil wir noch nicht unsere halbe Stunde durch haben, zeige ich euch mal, was ich hier fabriziert habe, was wir in der ersten Folge von mir entdeckt haben. Also Reset kurz. Aber dann war das Reset. So. Hier wird nix ohne meine Erlaubnis dispatched. Ja, das heißt, hier wird kurz der Zug rausgenommen, ne? Ist ein sehr schneller Switch, ich weiß. So, Transfer Table. So. So, wir fahren natürlich mit einem Zug. Erste Reihe, was sonst? Aber ich bin natürlich vorbildlich. Ich kletter natürlich nicht zwischen den Bügel. Und ich setze mich vorbildlich rein. Schließe vorbildlich den Bügel und drücke Dispatch. So, und hier sehen wir dann meine erste Konstruktion in diesem Park. So als Streckmaterial. Natürlich will ich nicht strecken, weil ich schalte eh keine Werbung. Also das bringt mir nichts. Ich fand die gut. So, jetzt müssen wir natürlich vorne ganz schnell dispatchen, damit ich auch wieder raus kann. Sieht doch toll aus. Ist doch schön, ne? So, dann gehen die Bügel auf. Entschuldigung. So. So, damit würde ich sagen, tschüss und bis zur nächsten Folge. No Limits 2 oder was? Oder das Lustige ist.
morgen für mich. Letzte Woche, ich weiß nicht, wann diese Folge rauskommt, aber am 17.02. kam ja ein neues Let's Play. Oder ein neues Let's Test. Und ich interessiere mich im Moment noch brennend. Für mich ist heute der 16. erst. Und das heißt, heute ist erst die letzte Folge von dem hier rausgekommen. Und wir haben schon, oder ich habe schon in dieser Woche schon so viel gebaut. Ui, ich produziere so viel vor. Yippie, ne? Das ist natürlich lustig, ne? Das geht. Hui, 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 komm. Wir schaffen's hier hoch, wir schaffen's hier hoch, wir schaffen's hier hoch. Als Übersicht. Und? Hä? Verstehe gerade nix. Warum? Als Übersicht, wie hoch eigentlich das hier ist. Aber sicher, weil ihr alle so drauf wartet, die hier auch zu fahren. Schon fahren wir heute den Lift Hill und den First Drop. Dies ist natürlich unrealistisch. Ich wollte mich einfach nur mal gucken, was wirklich geht mit No Limits 2. Ne? Und um unsere 30 Minuten zu erreichen. Nicht. Schaffen wir eh nicht mit dem Lift Hill, weil der viel zu schnell ist. Ha gut, überredet, wir fahren die ganze Bahn. Die ist nicht realistisch, ja? Das, was hier gerade, dieses Wuggel, 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 war das schlechteste Stück der Bahn. Auch einmal kurz etwas trimmen. Ich spiele immer schön mit dem Speed, damit wir sehr langsam über diese starken Bremsen kommen. So, jetzt noch die letzten zwei Airtime-Hoppel. Und dann die Schlussbremse. Und das war's auch schon. So, und damit sage ich Tschüss und danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge von bis zu meinem nächsten Video. Und miau!